Hast du dich schon mal fremd gefühlt oder unter Druck gesetzt, um dich anderen anzupassen? Hast du Angst davor, etwas in deinem Leben zu verändern? Oder vielleicht traust du dich nicht, dein wahres Selbst zu zeigen? Mein Name ist May Wengel-Golbudu und ich bin Gründerin der Wandelschule, der Wandelkongresse und jetzt auch der Beziehungsschule mit Hendrik Roggemann. In diesem Podcast möchte ich Impulse geben für mehr Mut zur Veränderung, einem authentischen Selbst und in Beziehungen, Geborgenheit in deinem eigenen Körper und Leben, Selbstverantwortung, die Kraft des Resonanzprinzips und wie man damit sein Wunschleben kreiert und vor allen Dingen mehr Vertrauen trotz Ängste. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Juhu, ich glaube, wir sind live. Oder? Hallo meine Lieben, ich wollte mich noch einmal in diesem Jahr melden. Heute ist Wintersonnenwende, ganz, ganz wichtiges Datum, sage ich jetzt mal. Für viele fängt jetzt die Rauhnachtszeit an. Vielleicht auch fängt für einige jetzt schon die besinnliche Zeit an. Ich muss persönlich zugeben, auch wenn der heutige Tag ein wichtiges Startpunkt ist in diese Weihnachtszeit, ist es trotzdem, also beginnt für mich einfach die Rauhnachtszeit tatsächlich einfach am 25. Es ist einfach wirklich so von der, weil es halt praktisch ist und weil dann auch so die schlimmste Aufregung vorbei ist, ne? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für manche ist ja jetzt noch groß Einkaufen angesagt. Wenn ihr Geschenke macht, Geschenke besorgen, Essenseinkäufe und. Und das gehört halt jetzt genau volle Kanne in diese Zeit rein. Und und wenn halt der 24. schon vorbei ist und dann quasi so am 25. das so richtig losgeht, das ist so für mich so die richtige Zeit. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert, muss ich sagen. Ich könnte auch heute schon anfangen, aber einfach aus der Gewohnheit bleibt es einfach so beim 25. Und was ich euch damit natürlich sagen möchte, ist, dass einfach jeder für sich selber reinfühlen kann, ne? Was richtig für uns ist, für jeden Einzelnen. Hallo liebe Barbara, schön, dass du auch dabei bist. Und aber nichtsdestotrotz, Wintersonnenwende ist ab heute oder ab morgen quasi, fangen die Tage an wieder zu wachsen. Ich finde, das spürt man schon. Und das finde ich total toll. Das ist immer so eine Zeit, die ich ganz, ganz toll finde. So, ich weiß, ab morgen fängt es an, wieder heller zu werden. Es ist tatsächlich, ihr habt wahrscheinlich vielleicht auch hier auf Facebook oder woanders auch mitbekommen, dass natürlich auch ganz, ganz viele Sachen, Rituale gemacht werden und so weiter. Wenn ihr das mögt, bitte macht es. Ich hoffe, oder dann seid ihr wahrscheinlich auch gerade dabei, es zu tun. Ich finde es ganz, ganz wichtig, so die eigenen Rituale zu haben fürs Jahresende, die man für sich selber einfach hat. Wichtig ist einfach, dass es sich für uns selber gut anfühlt. Ne? Also es ist wirklich, das habe ich für mich so über die Zeit kennengelernt und das gerne auch weitergebe. Und das für mich auch so dieser Jahresabschluss auch unter anderem für dieses Jahr ist, wirklich ist dieses, die Regeln nicht ganz so als schlimm, als Regeln zu sehen, sondern wirklich als Leitfaden. Ja? Wir dürfen, wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, dass uns eine gewisse Form von Ritual gut tut, sollten wir diese auch weiterhin verfolgen, solange sie sich für uns gut anfühlen. Wir dürfen aber auch, wenn sich etwas nicht mehr gut anfühlt, das für uns auch verändern. Und das finde ich so schön, gerade am Beispiel der Rauhnächte. Ich weiß noch, wie ich mich am Anfang echt gestresst habe. So, oh mein Gott, und ich muss das machen und ich darf das nicht. Und die Wäsche muss vorher gewaschen werden und, weil das ja alles Regeln sind, die zu einer gewissen Zeit auch vielleicht gegolten haben und wichtig waren, die sich aber teilweise in unserem Alltag halt nicht integrieren lassen. Ich sage nicht für jeden. Deswegen bitte, wenn es sich für dich immer noch richtig anfühlt, diesen Regeln zu folgen, super, bitte mach weiter, ja. Aber für die von uns, die vielleicht sich einfach nicht mehr so wohlfühlen mit gewissen Regeln, dass wir einfach für uns reinfühlen, wirklich, ob inwiefern wir diesen Regeln weitergehen wollen und uns davon aber nicht stressen lassen, sondern schauen, was kann ich justieren, was kann ich verändern, damit sich das für mich dann besser anfühlt.
muss ich gerade kurz lesen, was die Barbara geschrieben hat. Thomas Nacht und seit gestern tobt hier der Sturm, er pustet alles weg, was wir nicht mehr benötigen. Denn ab dem 24.12. kommt die Sonne wieder. Gut für die Rauhnächte. Voll schön, Barbara. Ja, voll. Das ist auch Teil davon, dass natürlich an gewissen Orten zum Beispiel Stürme sind. Weil der Wind natürlich gerade dafür steht, auch dieses, die uns zu reinigen. Und die Rauhnächte sind ja auch, heißen ja so wegen dem Rauch, wegen der, ne, weil der Rauch auch so reinigend ist, ne? Sehr schön, sehr schöner Vergleich, danke, liebe Barbara. Und ja, aber um nochmal kurz eben einfach mit diesen Ritualen zu sprechen, und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir Rituale anpassen dürfen an das, was sich für uns richtig anfühlt, können wir das natürlich auch mit allem machen in unserem Leben. Und das ist so, wenn ich jetzt für mich so überlege, Jahresabschluss, was dieses Jahr ganz, ganz wichtig für mich war, weil es hat begonnen mit meiner Reise nach Hawaii 2019, wo ich, ja, ich sag mal so, gewisse universelle Gesetze von meiner hawaiianischen Lehrerin gelernt habe, sie verstanden habe und wirklich aber noch das ganze Jahr über gebraucht habe, um sie wirklich zu integrieren in meinem Wesen, in meinem Sein. Und zwar so sehr, dass ich wusste, wo es lang geht, dass aber mein ganzes Wesen sich natürlich noch gewehrt hat dagegen, ja, weil es waren wirklich sehr lebensverändernde Gesetzmäßigkeiten, sage ich jetzt mal, lebensverändernde Philosophie oder wie sagt man, Einsichten, die ich da gewonnen habe. Und ich habe aber richtig gemerkt, wie in meinem Körper einfach, also vom Gefühl her, so viel Widerstand noch da war, weil halt alte Glaubenssätze einfach noch da waren. Ja. Und deswegen möchte ich euch gerne auch nochmal, also auf der einen Seite eben Gesetzmäßigkeiten, weil auch die Gesetzmäßigkeiten, es ist ein Leitfaden. Ja. Es ist für mich immer wieder zu gucken, wobei ich bei denen gar nicht so viel, sie sind einfach ein bisschen liebevoller, fühlen sich gar nicht so begrenzend ein, sage ich jetzt mal. Und das ist gut, wie sagt man, Grenzen, die sich nicht wie Grenzen anfühlen, da sollten wir auch nochmal reinfühlen. Vielleicht ist es ja auch richtig, dass wir ihnen folgen. Ja. Aber um jetzt quasi so für mich diesen Jahresrückblick zu haben, ein Spruch, der ganz, ganz krass da drin war und den ich eben auch gerne nochmal mit euch teilen möchte, ist eben, das ist das Gesetz des Wahnsinns von Albert Einstein. Wir können nicht erwarten, wenn wir immer alles gleich wiederholen, dass wir ein anderes Ergebnis bekommen. So. Und gerade dieses Gesetz, sage ich jetzt mal, von Albert Einstein, hat mich wirklich seit 4 Monaten sehr stark begleitet, immer wieder, weil ich bei mir selbst wahrgenommen habe, dass ich zwar vom Dinge verändern wollte, aber trotzdem immer wieder noch auf alte Lösungsansätze gegangen bin. Und um das manchmal zu verändern, heißt es, ist es wirklich so ein Hauruck für uns selbst, rauszugehen und zu sagen, ich mache es jetzt einfach mal anders. Es ist manchmal beängstigend, es ist scary, aber es hilft uns dann einfach, die Dinge wirklich nochmal von einer anderen Warte an zu sehen. Es kann sein, dass ich dann trotzdem immer noch den gleichen alten Lösungsansatz nehme, aber zumindest habe ich mal eine andere Sichtweise davon gehabt. Ne? Und das ist, finde ich, ganz, 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 ganz wichtig. Aber das ist einfach so zu diesem Jahresabschluss. Ich fand 2018 habe ich sehr schwer empfunden. 2019 habe ich schon sehr viel leichter empfunden. Allerdings mit sehr vielen schweren Momenten. Ne? Also gerade so diese Portaltagereien fand ich ziemlich heftig. Gerade auch, weil es mich auch körperlich teilweise mitgenommen hat. Und das, Entschuldigung. Und das dann so, ja, so schwere Momente kamen. Aber dafür habe ich immer das Gefühl, dass wenn es einen raus, gerade die zweite Jahreshälfte war, immer wenn die Hochs kamen, waren die sehr hoch, sehr beflügelnd, sehr tschakka, so ungefähr. Also wirklich, weil aber durch die Tiefs, die da waren, einfach ganz, ganz viel Altes aufgearbeitet werden konnte. Ich habe es auch hier so auch mit meinen Kunden auch mitbekommen, auch hier im Feedback. Ich glaube, auf meinem YouTube-Kanal hatte das jemand als Kommentar auch mit reingegeben.
wie viel, gerade diese letzte Portaltage-Reihe, die wir hatten, dass die ganz, ganz viel Altes nochmal richtig aufgewühlt hat. Und wir dürfen ja jedes Mal dankbar sein, wenn sowas mal aufgewühlt wird, weil wir können es dann anschauen, wir können es dann loslassen, wir können es transformieren. Und deswegen sind dann die Hochs, in die wir dann noch hochkommen, richtig krass. Und ich will nicht sagen, dass ich nicht früher auch schon Hochs hatte, aber ich habe das Gefühl, dass die Tiefs weniger tief werden und die Hochs, Moment, das wäre eigentlich falsch, wenn ich sage, die Hochs hoch, weil es sind ja diese Extreme sind ja immer nicht so gut, sondern es ist einfach diese Dauer des guten Neutralen, sage ich jetzt mal, hält einfach länger. Also die Tiefs sind nicht mehr ganz so tief, das ist ein bisschen durch Transformation, durch Erkenntnis. Und das ist so wirklich das, was ich jedem fürs neue Jahr wünsche, wirklich. Abgesehen von, dass ich jedem wünsche, dass ihr Zeit habt, jetzt gerade zu den Rauhnächten, egal ob ihr Rauhnachtsrituale macht oder nicht, oder einfach nur als besinnliche Zeit seht, dass ihr das genießen könnt für euch einfach nur und dass ihr für euch vielleicht einfach mal reingucken könnt, reinfühlen könnt, wo möchtet ihr hin, was möchtet ihr machen, was möchtet ihr loslassen. Weil ich glaube, desto öfters wir solche Dinge unserem Universum nennen und wirklich Entscheidungen treffen, Dinge zu tun. Also ich merke ganz, ganz oft, dass ich, wenn ich einfach, und das ist auch eine Erkenntnis der letzten Tage für mich auch so gewesen, Entscheidungen getroffen, ein Thema anzugehen, irgendeine Angst anzugehen oder irgendein Erlebnis haben zu wollen, losgelassen, nicht mehr drüber nachgedacht, mich über andere Sachen, um andere Sachen gekümmert und inspirieren lassen. Und auf einmal kommt eine Situation und ich kann sehen, okay, Angst überwunden, danke. Oder Erlebnis gehabt, Sache gelernt, ja, ganz, ganz viele Situationen kamen, danke, weil Barbara schreibt gerade, wir werden immer bewusster. Und das ist wirklich so dieses, ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr von uns immer bewusster werden und sich selbst bewusst machen können und wir immer mehr einfach die Dinge erkennen können, schneller. Und sie auch schneller deswegen loslassen können. Ja, also es ist, weil ich gerade auch die Rituale angesprochen habe. Ja, es gibt Dinge, da brauchen wir Rituale für. Ne, und gerade ich werde ja auch oft gefragt, was kann ich machen, um das loszulassen und das loszulassen und so, ja. Und die frühere May, und das ist jetzt wirklich so meine Anfänge aus der schamanischen Zeit, hätte ich gesagt, ja, mach ein Ritual, hol die Farben, hol die Kerzen, hol das und geh da richtig rein und dann kommt wirklich, das ist dann so eine Stunde, die man sich damit beschäftigt. Und ich habe das Gefühl aber, dass das, ich weiß nicht, ob es an meinem Wandelweg gelegen hat, weil sich einfach immer mehr aufgelöst hat. Aber ich merke einfach, dass desto mehr ich die Intention setze, desto mehr diese Absicht da ist, etwas zu tun, desto weniger brauche ich drumherum und kann direkt reingehen und sagen, okay, zack. Und dann ist es vom Verstand her. Und dann ist es vom Herzen her und dann ist so eine Linie da und dann ist alles verbunden. Und es funktioniert immer schneller und ich hoffe, dass es bei euch auch so ist, dass ihr es für euch das immer schneller transformieren könnt. Und genau in diesem Sinne möchte ich und wünsche ich jedem von euch, dass ihr für 2020 oft Entscheidungen treffen könnt, oft loslassen könnt und dadurch ganz, ganz viel manifestieren könnt. Weil was ich so mitbekommen habe und gelesen habe, soll nächstes Jahr wirklich ein ganz, ganz krasses Jahr für uns alle werden, im positiven Sinne, dass wir dahin kommen können, dass wir alle eine ja, friedvollere und harmonischere Welt kreieren können. Vielleicht werden wir es nicht gleich nächstes Jahr sehen, aber wir werden immer mehr erschaffen können für uns. Und das darf. Und es ist die Zeit dafür, sie ist reif. Und wenn wir offen sind, wenn wir bereit sind, dann werden wir genau da reingehen. Das ist auf jeden Fall mein ganz, ganz großer Wunsch für jeden von euch da draußen. Und das ist mir jetzt noch wichtiger, ein riesengroßes Dankeschön an alle von euch, die mich hier in 2019 begleitet haben. Es war ein wahnsinnig spannendes Jahr mit euch. Wie gesagt, ich fand 2018 schon spannend, aber 2019 hat es nochmal getoppt und ich freue mich, weil 2020 darf es noch mehr toppen. Jedes Jahr, wie sagt man, wir gehen jetzt einfach nur potenziell nach oben.
und transformieren in jedem Jahr so viel es geht, erleben uns. Und das ist so für mich so das Allergrößte. Lasst uns gemeinsam erleben, uns selbst erleben als geistige Wesen, die hier sind auf der Erde, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Und deswegen auch ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, der mich begleitet hat, egal ob ihr erst später im Jahr dazugekommen seid oder von Anfang an dabei wart bei 2019. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch, der dabei war, der mitgeht, der mitwandelt. Und ich wünsche jedem für sich selbst den Weg zu finden, den Wandelweg zu erkennen, der richtig ist. Weil das ist, wie sagt man, den kann uns ja keiner vorgeben. Das können wir für uns. Wir können uns Unterstützung holen und ich freue mich, dass ich bei euch mit unterstützend dabei sein durfte und freue mich natürlich auch, wenn ich 2020 wieder bei euch unterstützend dabei sein darf. Und für die Rauhnächte habe ich extra meine Karten hergeholt. Ich habe die deutschen leider gerade woanders liegen, deswegen kann ich die gerade nicht hernehmen. Aber ich kann ja übersetzen und wollte nur für die Rauhnachtszeit, weil ich bin ja im Januar, ab 7. Januar, oh, danke, liebe Barbara, danke auch an dich, dass du immer dabei bist. Genau, also für euch einfach zur Info, ich möchte gerne, wie jetzt über die Feiertage, wieder in mein übliches Nichtstun. Ich nutze diese Tage wirklich für mich, in die Innenkehr zu gehen, in die Innenschau zu schauen, wer bin ich, wo möchte ich hin, was möchte ich loslassen, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr und auch ein bisschen zu orakeln. Also für die von euch, die sich da noch Inspiration holen möchten, kann ich wärmstens meinen Rauhnächte-Workshop mit dazugehöriger Meditation anbieten. Ich setze euch den Link gleich nachher hier in die Kommentare rein. Und der ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und dann, um euch da nochmal Input zu holen. Ich finde, Jeder sollte für sich einfach wirklich schauen, was macht mir Spaß, was fühlt sich richtig an. Und da habe ich so eine kleine Anleitung, was man wirklich so, um das Beste aus diesen Rauhnächten zu holen. Aber ich wollte eben gerne drei Karten ziehen. Ich weiß nicht, ob ich live gehen werde in der Zeit. Ich möchte es mir gerne offen lassen, weil ich das gerne einfach aus der Inspiration heraus machen möchte, dass es daraus wächst, wenn es möchte. Vielleicht kann es aber auch sein, dass ich diese Zeit eher dafür nutze, für meine Mitgliederbereichsleute beziehungsweise für da ein paar geführte Meditationen aufzunehmen, weil ich habe das Gefühl, da stehen schon 5 angestaut an, die gerne raus wollen aus mir und beziehungsweise auch noch eine kleine andere Sache, an der ich arbeite, vielleicht will die entstehen jetzt in der Zeit. Ich möchte es einfach fließen lassen, weil immer alles, was im Fluss ist, ist gut und alles, was nicht fließt, daran erkennen wir ja immer, ob was gut ist oder nicht, beziehungsweise wir sollten trotzdem aber auf den Widerstand achten. Ne? Und ich kann jedem nur empfehlen, den Mut zu haben, in den Widerstand reinzugehen, weil ganz, ganz oft sind da solche Schätze vergraben. Das ist echt Wahnsinn. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Aber ich ziehe jetzt mal für die Rauhnachtszeit, weil, wie gesagt, also für mich gilt jetzt ab jetzt quasi bis zum 6. Januar und das heißt also ab 7. Januar offiziell würde ich spätestens wieder anfangen, hier mit euch in Kontakt zu treten, live zu gehen. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr mir dazwischen schreibt, wenn ihr Bock habt, schreibt mir einfach, erzählt mir, wie es euch geht und genau, und jetzt habe ich einfach mal 3 Karten für uns alle gezogen, die jetzt quasi in der Zeit, in der wir in die Rauhnächte gehen, gelten. Und die möchte ich euch jetzt gerne quasi vorlesen für diese Zeit und die könnt ihr vielleicht in der Zeit genau ganz gut nutzen. Okay, also als erstes habe ich die Karte Unbox Your Mind und Unbox Your Mind heißt übersetzt im Endeffekt hol deinen Kopf aus den Schachteln, in denen wir packen ja Sachen in Schubladen und genau so packen wir auch unseren Verstand in Schubladen. Und halten uns dadurch selber auf, weil wir selbst uns so in so Schubladen packen. Und diese Karte möchte uns halt einfach daran erinnern, wo hast du dich selbst vielleicht in eine Schublade gepackt, in die du eigentlich gar nicht mehr, in der du vielleicht nicht mehr sein möchtest oder die einfach nicht mehr zu dir passt. Da mal einfach mal reinzuschauen und zu gucken, was du daran verändern kannst. Die zweite Karte ist ich habe es damals getauft, Win or Lesson. Und das heißt wirklich für uns selbst reinzufühlen,
oder beziehungsweise uns bewusst zu machen, egal was uns passiert in unserem Leben, egal wie schrecklich es uns manchmal erscheinen mag, auch wenn es nicht schön ist, und es sich für uns vielleicht nicht wie ein Gewinn anfühlt, aber dann ist es wenigstens eine Erfahrung, eine Lehrstunde, mit der wir was gelernt haben, gewachsen sind. Ja? Also es gibt im Endeffekt nichts Negatives in dem Sinne, was uns passieren kann, sondern es sind Dinge, Situationen, die uns passieren, damit wir daraus lernen. Und ich finde das gerade bezeichnend, ne, Barbara, weil wir ja auch gerade gesprochen hatten über diese Tiefs, die dieses Jahr da waren. Das waren alles Lernmomente für uns selbst, sei es da zu lernen, wie es uns selber geht, Dinge loszulassen oder Dinge zu lernen von anderen. Genau, also das, weil das bringt schon ganz, ganz viel Leichtigkeit rein, wenn ich quasi solche negativen Momente nicht mehr als so schwer empfinde, sondern sage, okay, das Universum will mir jetzt gerade was beibringen, also setze ich mich hin und lerne. Ja. Und die dritte Karte, und ich finde es witzig, dass diese kam, weil ich verrate es euch, für mich ist es eine Karte, die nächstes Jahr ganz, ganz hoch auf Nummer 1 steht, weil ich, wie sagt man, ich glaube, dass wir als spirituelle Wesen ganz, ganz viel mit dieser Karte, also mit diesem Wort lernen und auch damit ganz, ganz viel tun. Nur haben auch wir einen Alltag und ich glaube, jeder von uns hat einen Alltag und da werden wir davon manchmal abgelenkt. Und ich bin so dankbar, dass ich in diesem Jahr eins der Dinge, die ich lernen durfte, war wirklich nochmal genau dieses Thema auf eine tiefere Ebene zu bringen. Und ich bin so dankbar, dass ich das machen konnte und quasi jetzt 2020 dazu nutzen kann, dass nicht nur, also quasi das Ganze auch wirklich noch stärker in meinen Alltag mit reinzubringen. Und bevor ich euch jetzt noch mehr auf die Folter spanne, und zwar Trust, also Vertrauen. Weil das ist wirklich so eine Sache, die wir gerne immer wieder, ich finde es total witzig, weil es hat mich damals echt eine Zeit gekostet, bis ich dann bei meiner spirituellen Arbeit im Vertrauen war für andere, wenn ich da gearbeitet habe, wenn ich was gemacht habe. Ihr wisst ja auch, ihr kennt mich jetzt seit einigen, oder manche von euch kennen mich jetzt seit einiger Zeit und ihr habt gemerkt, wie authentischer ich immer mehr wurde, wie ich selber auch einfach noch tiefer in dieses Vertrauen kommen konnte in meiner Arbeit hier mit euch. Aber es geht ja auch um die Transformation bei uns selber. Und da habe ich gemerkt, da gab es einfach Momente, wo das noch gefehlt hat. Und das finde ich so schön, dass dieses Jahr das nochmal so richtig Rums gemacht hat, richtig bewegt hat. Und ich wirklich 2020 möchte ich persönlich für mich einfach unter dem Titel des Vertrauens haben, weil ich habe die Entscheidung für mich selbst getroffen, dass 2020 möchte ich von Anfang bis Ende im Vertrauen sein. Und genau, das ist so. Deswegen finde ich es witzig, dass die Karte jetzt kam. Schaut mal für euch, wie sie es anfühlt, da reinzufühlen. Gerade jetzt in dieser Rauhnachtszeit finde ich es voll spannend, weil wir ja gerade, also deswegen, ich finde es ja gerade dieses Unbox Your Mind und das Win or Lesson, ne? Also weil wir gerade durch diese, man trifft sich mit Familie, man wird nochmal in alten Themen getriggert oder vielleicht für die, die nicht bei Familie sind, aber trotzdem, ich finde ich immer, die Weihnachtszeit ist so prädestiniert dafür, tatsächlich uns immer wieder zu triggern in vielerlei Hinsicht. Und das Schöne ist, wenn wir das als Geschenk ansehen und sagen, okay, dann gucken wir mal. Ja. Und gerade wenn wir in Verbindung mit Familie kommen, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ging es lange Zeit so. Ich merke und ich bin dankbar, dass ich für mich festgestellt habe, dass ganz, ganz vieles sich schon verändert hat. Aber gerade bei Familie meinen wir uns in irgendeine Box getan zu haben und da bleiben zu wollen. Ja. Und wir dürfen aber auch da rausgehen. Und wir dürfen auch vor der Familie sagen, ich bin jetzt anders. Und das Schöne ist nämlich genau in solchen Momenten dann festzustellen, wenn die Familie trotzdem uns dann zurückspiegelt, dass es richtig war und uns trotzdem lieb hat, auch wenn wir anders sind dann, ne, und wenn wir uns verändern. Jetzt sehe ich gerade von Barbara auch noch den Kommentar Vertrauen, Glaube und dann tun. Genau, das ist perfekt. Und danke dir auch für die Entscheidung. Vielleicht kann ja der ein oder will ja der ein oder andere von euch mitgehen, würde ich mich freuen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare oder wenn du das im Newsletter bekommst, magst du mir vielleicht einfach darauf antworten.
Ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu hören, wie es euch geht, was bei euch so passiert. Wie gesagt, ich möchte mich erstmal offiziell zumindest aus dem rausziehen jetzt für die Rauhnachtstage, einfach weil ich das einzige Mal, wo ich beschlossen habe, ich arbeite mal durch, war mein Computer kaputt bis 6. Januar. Und deswegen möchte ich sagen, ich lasse es einfach so, wenn es mich inspiriert, werde ich hier reinkommen und was erzählen und wenn nicht, dann nicht. Wer von euch mich auf Instagram folgt, da kann es sein, dass vielleicht ein bisschen mehr reingestellt wird. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt mir einfach. Da werde ich bestimmt dazwischen mal Luft haben zu antworten. Und genau, und ich freue mich einfach. Ich bin einfach wirklich in so einer tiefen Dankbarkeit für alle von euch, die 2019 dabei waren und mitgemacht haben bei allem. Und ich bin einfach auch dankbar für jeden von euch, der mit mir in 2020 reingeht und mit uns da weitermacht. Und auch wenn Hendrik und ich jetzt gerade uns quasi für die Rauhnächte so ein bisschen zurückziehen aus dem offiziell hier live und online sein, könnt ihr euch trotzdem melden, wenn ihr wollt, weil wir haben ein paar Plätze frei für unser Beziehungsprogramm. Also wer von euch gerne zum Thema Beziehung da einfach nochmal tiefer reingehen möchte, 2020 wirklich da eine Transformation voranbringen möchte, meldet euch. Ich setze euch auch nochmal hier den Link von dem Coaching mit rein und ich freue mich riesig. Und genau, das für euch einfach nur, wer den Impuls hat, meldet euch einfach. Wir finden jetzt, wie sagt man, wir finden eine Möglichkeit, also der Kurs geht am 7. Januar los, aber ich denke mal, ja, meldet euch einfach, wenn es euch interessiert. Ich denke mal, da kann man gucken, da können wir schon schauen. Jetzt sehe ich gerade von Barbara auch, ich gehe mit zu 100% im Vertrauen, Glauben und Tun, mein Neustart. Genau, 7. Januar, super, das passt ja. Genau, wir bleiben alle in den Rauhnächten, gehen wir in uns und fühlen nochmal rein. Und genau, für jeden von euch, der sich vielleicht angesprochen fühlt, mit Hendrik und mir ein besonderes Beziehungscoaching, intensives, vor allen Dingen intensives Coaching mitzumachen. Wie gesagt, wir fangen mit der Gruppe am 7. Januar an. Falls der ein oder andere sich aber von euch danach dazu entscheidet, meldet euch einfach. Ich denke mal, dass wir eventuell eine Gruppe dann später starten, aber meldet euch einfach. Und für jeden von euch, der vielleicht Interesse daran hat, gemeinsam mit mir, also von mir gecoacht zu werden, meldet euch auch. Schaut einfach mal, fühlt mal rein, ob es was für euch wäre, ob es sich richtig anfühlt, mit mir loszustarten. Beziehungsweise ist es ja auch immer so eine Frage der, wie bereit bin ich für mich, eine Veränderung durchzuführen, um dann zu sagen, ich hole mir jetzt Unterstützung, ob das jetzt ich ist, ich und Hendrik, oder ob das andere Menschen sind. So oder so hoffe ich, dass du oder dass ihr für euch einfach die Entscheidungen treffen könnt, die für euch richtig sind. Und bevor ich jetzt noch weiter rede, Dankeschön euch allen für eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz wunderbare und besinnliche Weihnachtszeit. Eine schöne Rauhnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns ab dem 7. Januar wieder hier öfters sehen und gemeinsam wandeln dürfen. Meine Lieben, ein großes Dankeschön und auch dir, liebe Barbara, dir auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Genieß die Zeit und einfach auch allen Zuschauern, Zuhörern und Lesern danke, 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 dass ihr immer dabei seid und dass ich mit euch sein darf. Schöne Weihnachtszeit, meine Lieben. Bis dann. Ciao.